Guten Tag und herzlich willkommen hier bei Vadim Chance YouTube-Kanal schon wieder. Und heute haben wir eine neue Folge und zwar es geht um den richtigen Mann. Danke, dass du da bist, dass du das Video anschaust und teile das Video auch mit deinen Freunden, wenn es dir gefallen hat. Kelly hat mir eine Frage geschickt und zwar, Vadim sagte, man muss gefunden werden. Wenn ich ausgehe und jemanden kennenlerne, wie spüre ich, ob es der richtige Mann ist? Das ist völlig korrekt, man muss gefunden werden. Also wer sucht, der findet zwar auch, aber meistens nicht den richtigen. Und man sagt zwar auch, diejenigen, die suchen vielleicht nicht dort, wo man suchen sollte. Das stimmt auch eigentlich. Und wirklich gesunde Partnerschaft zu finden, da soll man nicht suchen, sondern eigentlich gefunden werden. Der Seelenpartner steht nämlich im Lebensplan bei dir drin. Das heißt, alles, was im Lebensplan steht, wird auch erfüllt. Ob man geduldig oder nicht geduldig ist, irgendwann kommt derjenige, der dich glücklich macht. Und wenn du jemanden kennenlernst, der für dich bestimmt ist, also der Richtige ist, wirst du wohl die Frage, ob der richtige Mann ist, überhaupt gar nicht stellen. Das sagt dein Herz schon, das spürst du im Innerlichen. Dein Herz geht auf und deine Seele zeigt eigentlich die Antwort, das ist der richtige Mann und der kann mich glücklich machen. Also alles, was im Kopf passiert, diese ganze Gedanken, also ist es der richtige oder nicht, das sind unsere Zweifel. Und zwar, wenn du schon Zweifel hast, wenn du jemanden gesehen hast und denkst, naja, dann lass die Finger lieber davon und schau, dass der richtige kommt. Ich habe nächste Frage von Natalia bekommen. Auch ich habe eine Frage. In meinem Traum habe ich gesehen, wie mein Mann mich betrogen und verlassen hat. Er war in Italien und jetzt macht er das tatsächlich. Wie soll ich jetzt karmisch damit umgehen? Scheidung oder verzeihen? Erstmal mal die Träume. Träume sind keine Schäume, also das sind sehr, sehr vieles an Informationen, was aus der Zukunft kommt. Und wenn du alleine sein kannst, dann bist du befreit und dann bist du bereit für eine Beziehung. Das ist immer meine Rede. Das sagen auch Schamanen. Jeder Mensch ist jedoch natürlich so konstruiert, und jeder Mensch hat auch Recht, Fehler zu machen. Also wenn etwas in der Beziehung nicht funktioniert und man fremd geht, der Partner ist ja kein Gegenstand und kein Eigentum von dir. Dann musst du dich eigentlich fragen, was ist schiefgelaufen in der Beziehung. Und wenn wir Fehler machen, haben wir auch Recht, Fehler zu machen. Also ob Mann oder Frau, ist ja egal. Fremdgehen ist daher nicht so selten ein Phänomen. Also kommt immer wieder vor, wo man natürlich schon immer wieder sich selber fragt, okay, warum ist das überhaupt passiert? Warum widerfährt das mir? Aber dann ist in der Beziehung was falsch gelaufen. Also einfach so Fremdgehen ist selten. Aber dazu gehören immer beide. Also, wenn in der Beziehung etwas nicht funktioniert hat, dann gibt es eigentlich keinen Schuldigen dabei, sondern ihr seid beide im gleichen Boot. Und bei Fremdgehen, wenn die Beziehung, sag jetzt, etwas fällt, sonst wäre das Fremdgehen eigentlich gar nicht zustande gekommen, soll man immer wieder sagen, okay, bin ich nur bereit zu verzeihen oder bin ich nicht bereit? Ja, dein wahrer Traum hatte natürlich die Informationen gebracht. Damals schon. Informationen kamen davor. Das war schon ein Zeichen, weil damals schon wahrscheinlich nichts funktioniert hat und etwas hat nicht gestimmt in einer Beziehung. Und damals solltest du eigentlich dich selber fragen, was genau ist falsch gelaufen oder was habe ich übersehen? Meistens machen wir auch nicht viel Falsches, sondern wir übersehen viele Sachen und genau das ist natürlich ja, das, was die Beziehungen zerstören kann. Wenn der Mann das gelernt hat und doch eine Chance verlangt, ich würde sagen, du kannst ihm ruhig eine Chance geben. Also es ist nicht immer so, einmal fremdgehen kann jedem passieren, aber wenn man das immer wieder erfährt, dass derjenige auch immer wieder fremdgeht und wieder zurückkehrt, dann würde die Hände weglassen. Und jetzt habe ich noch eine Frage von der Barbara, auch noch bekommen, die nächste. Was ist, wenn der Seelenpartner noch halb so jung ist wie ich? Das kann doch keine Perspektive haben, aber die innere Verbindung ist immer da. Ja, Barbara, Alter spielt eigentlich keine Rolle. Warum können die Männer jüngere Frauen haben, auch wenn es 20 Jahre Unterschied ist, und die Frauen dürfen das nicht? Das ist nicht immer der Fall, dass eine Beziehung mit großem Altersunterschied nicht funktionieren soll. Also ich kenne sehr, sehr viele Beziehungen, die sehr großen Unterschied im Alter haben.
sowohl jüngere Frauen, auch jüngere Männer, die doch funktionieren. Es geht eigentlich um seelische Reife. Daher sehe ich hier eigentlich kein Problem. Perspektive kann jede Beziehung haben, auch wenn der Partner viel jünger ist. Ist ja kein Problem. Es sind zudem auch Dogmen und alte Muster, die wir im Kopf haben, eigentlich nur. Also und von der Gesellschaft auch projiziert bekommen. Warum heiraten Männer Frauen, die viel jünger sind, und Frauen dürfen das nicht? Das ist eigentlich kompletter Quatsch, oder? Warum können die älteren Frauen keinen jungen Mann haben? Hauptsache, der Mann steht auf Ältere und es funktioniert dann. Also es geht auch umgekehrt. Und zu dem Thema gibt es übrigens ein Buch mit dem Titel Meine 100 Seelenschützer. Da kann man auch vieles erlernen, wie man mit solchen Sachen auch umgeht. Also du musst einfach immer wieder denken, was die anderen denken, ist ja nicht wichtig. Was du fühlst und was du denkst, das ist das Wichtigste. Und wenn du sagst, ich möchte doch einen jüngeren Mann und ich liebe ihn vom Herzen und der mich auch, da steht nichts dagegen. Es kann funktionieren. Natürlich, unsere Generationen sind verschieden. Wenn du älter bist, denkst du vielleicht ein bisschen anders. Aber in deinem Fall, glaube ich, ist es so, dass er auch so weit ist und seine Reife auch bekommen hat. Also, und daher kann es gut funktionieren. Ich wünsche auf jeden Fall auf dieser Stelle viel Erfolg an alle. Also vielleicht auch du hast einen jüngeren Partner. Genießt diese Zeit auf der Erde. Also stellt auch Fragen sich selbst vielleicht. Ist es gut, nicht gut, dass er jünger ist? Ich würde sagen, jüngere Partner bringt jüngere Energie. Also da hast du davon auch zu profitieren. Genießt diese Zeit und ich wünsche alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal, im nächsten Video. Ciao, ciao, Vadim.